Hallo Freunde der analogen Fotografie, schön, dass ihr zu meinem Video dabei seid. Heute geht es um die 10 teuersten analogen Kameras der Welt. Viel Spaß beim Video, das nach dem Intro. Platz 10 belegt die Leica M3 Prototyp. Extrem seltener M3 Prototyp aus dem Jahr 1952 im exzellenten Originalzustand. Dazu der Doppelhebel Summicron 250er Prototyp, eines der Highlights der Westlichtauktion im Mai 2013. Gezielter Preis 432.000 Euro, geschätzter Preis 120.000 bis 150.000 Euro. Die Leica MB Schwarz lackiert Balfusco belegte den 9. Platz. Sehr frühe und hundertprozentig originale schwarz lackierte Leica MB von 1957 mit Leica Witt MB, dem Rückspurknopf, der Magnum Bildermacher und einem neunlinsigen Elmarit 2.8 28mm Objektiv aus dem Besitz des ehemaligen Magnum Fotografen Paul Fusco. Die Auktion fand im November 2012 statt und erzielte einen Preis von 432.000 Euro. Der geschätzte Preis war 80.000 bis 100.000 Euro. Den 8. Platz belegt die Leica 3 Mode F Luxus Gull Hengel. Vergoldete Luxus Leica 3 mit zwei vergoldeten Objektiven, ein Summar 250mm und ein Elmar 3.5 35mm aus dem Besitz des deutschen Industriellen Karl Hengel, der damit bis 1944 fotografierte, bis 2013 in Familienbesitz geblieben ist. Die Auktion im Mai 2013 erzielte einen bestattlichen Preis von 528.000 Euro. Der geschätzte Preis war 250.000 bis 300.000 Euro. Platz 7 belegt die Ladürker Type Suse Ferris. Der sensationelle Dachbodenfund ist Beleg für die bis dato nur als Mythos geltende Existenz einer Kamera aus den Septembertagen des Jahres 1839. Von Experten als älteste zum Verkauf bestimmten Kamera identifiziert worden. Der geschätzte Preis war 150.000 bis 200.000 Euro, aber der erzielte Preis war 576.000 Euro. Platz 6 belegt die Giro Darkware Type und diese Kamera war die erste kommerziell produzierte Kamera der Welt. Nach Originalplänen von Darkware in kleinen Stückzahlen ab 1839 hergestellt, von dessen Schwager Alphonse Giraud Schiebekamera für Aufnahmen im Format 167x216mm. Die Auktion fand im Mai 2010 statt und hat einen Preis von 732.000 Euro erzielt. Der geschätzte Preis war 500.000 bis 700.000 Euro. Die Leica M3 Chrome Nummer 1 belegt den 5. Platz. Erste Leica M-Kamera der Serienproduktion mit Prototyp-Doppelhebel Summicron 250mm, der Nummer 922006 aus dem Jahr 1953. Das Modell mit der Seriennummer 700001 gelangt nicht in den Handel, sondern wurde an dem Chefkonstrukteur Willi Stein geliefert. Der erzielte Preis dieser Kamera war 900.000 Euro, aber der geschätzte Preis 160.000 bis 200.000 Euro im November 2012. Platz 4 belegt die Leica Mode A Elmar Luxus. Allererste Leica Luxus mit vergoldeten Metallteilen und Reptilienleder, nie restauriert und im Original Patina. 95 Kameras dieser Art wurden zwischen 1929 und 1931 produziert. Nur wenige sind wie in diesem im Originalzustand. Erzielter Preis 1.020.000 Euro. Geschätzter Preis 120.000 bis 140.000 Euro. Die Leica 0 Serie belegt den 3. Platz. 1923 wurden 25 Leica 0 Serien hergestellt. Einzige 0 Serienkamera mit Germany Gravur auf der Deckkappe. Dieses Modell wurde laut Dokumentation zur Patentanmeldung nach New York geschickt. Die erste je ins Ausland exportierte Leica. Die Auktion fand im Mai 2012 statt und hat einen Preis von 1.320.000 Euro erzielt.
Der geschätzte Preis war 350.000 bis 450.000 Euro. Die Leica M3D belegt den zweiten Platz. Vorläufermodell aller Leica MB-Kameras, das 1955, zwei Jahre vor Markteinführung, speziell für den Leihfotografen David Douglas Duncan hergestellt wurde. Nur vier Kameras M3D 1 bis 4 wurden produziert und von Duncan verwendet. Der Preis dieser Kamera war 1.680.000 Euro. Der geschätzte Preis war 250.000 bis 300.000 Euro. Und nun auf Platz 1 ist die teuerste Kamera der Welt, eine Leica aus der Nullserie. Sie wurde im Mai 2012 zu einem Preis von 2.160.000 Euro versteigert. Der geschätzte Preis lag bei 600.000 Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bei 30 Abonnenten werde ich sogar was verlosen, was für Analogfotografen ziemlich praktisch ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Gut Licht!